Digitalisierung, Breitbandausbau, Gründer- und Mittelstandsförderung sowie die Verkehrsinfrastruktur. Diese Themen standen unter anderem im Mittelpunkt der Herbstklausurtagung der Freie Wähler Landtagsfraktion in Coburg. Zum Klausurauftakt sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Glauber aus Forchheim, die Erfolgsregion Oberfranken biete beste Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen im Spitzentechnologiebereich, vom Start-up bis zum Weltmarktführer. Wichtig ist für oberfränkische Unternehmen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen im Prinzip gute Bildungschancen in der Region. Wir brauchen die Digitalisierung im Unternehmen. Wir haben gute Partner in der dualen Ausbildung, in der IHK, in der Handwerkskammer. Wir haben die Voraussetzungen und die Fachkräftegewinnung ist eine unserer größten Herausforderungen in Oberfranken. Wir wollen, dass junge Menschen hier bleiben, hier auch gerne sich ansiedeln, hier die Ausbildung machen. Ein Musterbeispiel für Made in Oberfranken ist die Firmengruppe Haber. Am Standort Bad Rodach, bereits in dritter Generation aktiv, setzt der Spielzeughersteller auf Nachhaltigkeit und höchste Qualität. Das Unternehmen schaffe es trotz zunehmenden Drucks durch Billigimporte aus Fernost, seine Position in der Welt zu verteidigen. Damit das auch so bleibt, müsse Bayern jedoch in der Fläche infrastrukturell attraktiver werden. Digitalisierung ist eine Aufgabe für die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Bayern. Und dann werden wir auch erleben, dass sowohl die Unternehmen in der Region bleiben und dass auch die Menschen hier in der Region bleiben können. Und ich glaube, dass Digitalisierung noch völlig unterschätzt ist in vielen Bereichen Bildung, Gesellschaft, Unternehmertum, all diese Herausforderungen. Und da muss auch der Freistaat deutlich innovativer werden. Mehr Innovationen von der Staatsregierung erwarten sich die Freien Wähler auch beim Thema Energiewende. Die bisherige Politik sei völlig verfehlt. Deshalb fordert die Landtagsfraktion eine Kehrtwende hin zu mehr Dezentralität anstelle völlig überdimensionierter Stromtrassen. Beim Vororttermin in Rödental bei Coburg wurde deutlich, wie groß der Widerstand gegen eine weitere Wechselstromleitung in der Region ist. Denn zusätzlich zur bereits bestehenden Thüringer Strombrücke soll nach Plänen des Netzbetreibers TenneT noch eine zweite Leitung gebaut werden. Wir als Freie Wähler waren immer gegen diesen Ausbau, überdimensionalen Ausbau von Stromtrassen, die eigentlich nur zum Austausch der Energie durch ganz Europa dient. Der Netzausbau soll letztendlich das Leben der Braunkohle verlängern. Es ist die Schlagader für den Braunkohlestrom. Das akzeptieren wir nicht. Und wir Freie Wähler wollen die regionale dezentrale Energiewende, die lokalen Player, die Stadt- und Kommunalwerke und nicht diesen gigantischen Netzausbau. Doch nicht nur beim Thema Energiewende habe der Freistaat versagt, auch in vielen anderen Bereichen. Die Freien Wähler hätten längst die Rolle des Antreibers und Ideengebers der Staatsregierung übernommen. Damit allein wollen sie sich aber nicht mehr zufrieden geben. In einem Jahr wird ja in Bayern der neue Landtag gewählt und wir Freien Wähler wollen 2018 mitregieren. Wir wollen die CSU von der absoluten Mehrheit verscheuchen. Wir wollen ihr die absolute Mehrheit abnehmen, weil wir der Überzeugung sind, sie alleine können es nicht. Sie machen zu viele Fehler. Sie müssen bei vielen Themen ja zu sehr gedrängt werden, ob es das Thema des neunjährigen Gymnasiums gewesen ist, wo wir Freien Wähler lange dafür kämpfen mussten, ob es das Thema der Energiewende ist, wo sich eine CSU schon wieder voll wegbewegt hat und nur noch das Lied der Konzerne spielt, ob es eine dritte Startbahn ist, ob es eine Stärkung des ländlichen Raums ist, wo wir sehen, dass das Land abgehängt wird, während München immer mehr aus allen Nähten platzt. Das heißt, der Kurs in Bayern muss korrigiert werden. Bayern braucht eine bessere Regierung und da sind die Freien Wähler der richtige Partner. Den Takt vorgeben, das wollen die Freien Wähler auch in der Sozial- und Familienpolitik. So fordern sie eine kostenfreie Kinderbetreuung, um Familien finanziell spürbar zu entlasten, ebenso wie die bessere Bezahlung von Pflegefachkräften und optimale Rahmenbedingungen für die Geburtshilfe im Freistaat. Und die weitere Planung? Nach der Landtagswahl 2018 wollen die Freien Wähler noch mehr Verantwortung übernehmen und in der ersten Liga spielen. Für ein starkes Bayern und seine Menschen.